Ach, okay, gibt's Bomben. Die explodieren und sowas. Und ein Alter gibt es ja auch. Tatsächlich. Mhm, okay. Das war Raum 1. Jetzt wissen wir es. Und da haben wir das Ding hier. Was echt rutschig ist. Ich mag diese Blöcke eigentlich gar nicht. Okay, komm runter. Du auch. Da muss ich irgendwie rein. Wow. Das ist gerade echt so. Ja. Vollkommen super. Also ich wollte natürlich auf der Plattform landen und nicht genau daneben. Ich wollte eigentlich auch keine Stampfattacke machen. Ich wollte eigentlich nur geduckt springen, aber es hat auch nicht funktioniert. Tja. So ein Pech. Ja gut, dann nochmal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Halt immer ein bisschen ärgerlich, dass man so lange warten muss in solchen Abteilen. Okay. Das habe ich mir schon eher vorgestellt. Haben wir hier noch was? Geld. Okay, cool. So, jetzt die Frage, gehen wir da rein oder gehen wir weiter? Ich hoffe, das war die richtige. Ich weiß es halt nicht. Na doch, war richtig. Ach du Scheiße, was. Mhm. Ja, haha. Super. Die knallen aneinander und prallen weg. Boah, das ist. Nein, das ist voll schwer. Sieht gar nicht so aus, oder? Weiß ich nicht. Aber es ist richtig schwer, da zu springen und zu landen. Und das Schöne ist, immer wenn wir es verkackt haben, dürfen wir es nochmal komplett von vorne her machen. So nett ist es auf jeden Fall nicht. So, wenn ich eh nichts zu tun habe, kann ich auch diese paar Münzen hier einsammeln. Bevor ich hier noch Game Over gehe. Haha. Oh, fuck. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt Konsequenzen hat gegenüber der Röhre gleich. Ob ich als kleiner Marius noch da hoch schaffe. Das war echt ein sehr knapper Sprung. Wow. Wir werden es gar nicht erst rausfinden, weil ich der schlechteste Spieler auf diesem Planeten bin. Okay, das hat mir auch keiner gesagt. Ja, okay. Also irgendwie, nee, läuft echt nicht. Aber das ist auch echt doof, an diesen Stacheln vorbeizuspringen, weil ich habe gar keinen Anlauf oder sonst irgendwas. Also, wer weiß, könnte ja diesmal was werden. Wie viele Versuche habe ich jetzt hier schon reingesetzt? Einige auf jeden Fall. Okay, ich darf mich nicht von diesen Lava-Ballen hier erwischen lassen. Okay, das war knapp. Wie mache ich? Am besten springe ich echt so einfach. Also das ist echt besser, als da oben auf diese Plattform noch drauf zu gehen. Okay, also könnte ich auch vielleicht als kleiner Mario da hochschaffen. Weiß ich aber nicht. Ja, da wären wir. Oh Gott. Oh fuck. Oh, wie schwer das ist. Bitte ein Checkpoint jetzt. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Nein, stattdessen geht's ja weiter. Okay, und wir haben keine Power-Ups mehr, also steht nicht gut für uns. Oh Gott. Ist noch nicht geschafft. Jetzt, okay. Übel. Übel, übel. Da ist der Checkpoint. Boah, ich wäre echt voll traurig geworden, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. So, also ist mir schon klar, dass ich unten lang muss.
aber ich will trotzdem mal gucken, ob diese Röhre hier zu irgendwas führt. Tatsächlich. Machen wir mal hier alles kaputt. Wow. Viel Geld. New Super Mario Bros. 2 Style. Aber ich bin echt schon froh, diesen Checkpoint zu haben. Das ist schon einiges für mich. Wow, ich bin echt erstaunt, wie präzise ich das Ding da vor die Wand gehauen habe. So, hier sollte der am besten nicht kaputt gehen, weil sonst geht der ganze Boden mit mir kaputt. Hier sind ja auch ein paar Röhren. Aber an die komme ich gar nicht erst ran. Wow, wow, wow. Langsam. Hier wiederum muss ich kaputt machen. Da geht's nicht rein und die andere erwische ich gar nicht erst. Okay. Dann gucken wir mal. Und wir haben ein neues Blockketten-Spastgerät. Aus Eis. Noch keine Spur von der dritten Münze hier. Vielleicht kommt sie ja hier noch. Wenn nicht, ist doof. Mario hat auch eine coole Animation, wenn man nur ganz leicht den Knopf immer wieder drückt. Okay, also wir haben die Boss-Tür schon, aber es geht auch wahrscheinlich da hinten weiter. Oder? Hey! Fuck. Verdammt. Ja, okay. Wir haben sie nicht gefunden. Jetzt dürfen wir nochmal ran. Aber wo sollte die hier noch versteckt sein? Also ich verstehe das echt nicht. Also sie ist nicht in der Röhre da oben. Da oben ist auch eine Wand, hier ist nix. Ja, ich weiß nicht, ob der nah genug ist. Doch, reicht vollkommen aus. Vielleicht muss ich das ja doch hier kaputt machen und irgendwo revealt sich dann praktisch die Dings-Münze unter so einem Block. Hier zum Beispiel. Nicht? Okay, schade. Dann probieren wir es anders. Hier. Lassen Sie hier hin fallen. Aha. Okay. Seht ihr? Schon mal einen Schritt näher. Wow, 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 okay. Okay, ich lebe noch. Alles gut. Ist echt krass, wie manchmal Wandsprung plus dieser in der Luft nochmal Drehsprung einen nochmal retten kann. So, das wird hier nix. Oh, perfekt. Und das sehen wir uns. Jetzt habe ich nur keine Power-Ups mehr. Das ist echt blöd für den Boss vielleicht, falls ich die ich schon vorher verkacken sollte. Aber das kriegen wir hin. Komm mal raus hier. Also ich meine, ein Power-Up kriegen wir ja schon. Dies versteckte. Das heißt, Chancen werden erhöht, aber ich darf mich jetzt nicht von diesem Feuer hier treffen lassen. Okay, das ist bestanden. Ich dachte auch, diese Dinger fallen runter irgendwann, als wenn die hier an die Wand knallen. Aber hier habe ich ja massig Zeit. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte hier. Ich bin gespannt, was hier auf mich wartet. Also der Kerl und sein Ball wird jetzt Spoiler-Alarm. Wahrscheinlich. Wenn es jetzt nichts anderes ist. Doch, sieht sehr danach aus. Er wird vergrößert. Haben wir sonst irgendwelche zusätzlichen
Sachen. Irgendwie sieht das sonst aus wie der Fight, wie man ihn sonst kennt. Was gut für mich ist. Wow. Okay. Ich wollte mit echt coolen Timing auf ihn draufspringen. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Aber so weit. Kein Problem, Isaac, ja? Da hätte ich nicht mal Power-Ups gebraucht. Aber in der Psychologie sieht das schon wieder anders aus. Denn mein Spielstil würde wahrscheinlich anders aussehen, wenn ich ohne Power-Up hier reingekommen wäre. Wahrscheinlich vorsichtiger und dadurch, so komisch das klingt, noch schlechter teilweise. Manchmal spielt man wirklich besser, indem man einfach so mit mehr Komfort, ohne Ängste rangeht. Das merke ich auch teilweise, wenn ich Sachen ohne Safe-States und versus mit Safe-States spiele. So, dass wenn ich einen Safe-State-Button jederzeit aktiv habe, bin ich bereit, viel mehr Risiken einzugehen. Und in der Regel ist das eigentlich dann auch besser, als wenn ich manchmal durch Vorsicht und Panik alles verkacke. Nicht immer, manchmal aber. Das ist eine tiefe Psychologie für sich, interessanterweise. So, wir sind hier in Welt 4 angekommen. Und hier ist Wendy. Haha, ihren Namen kenne ich sogar. Gut, aber bevor ich hier weitermache, will ich noch was ausprobieren. Wir haben hier den Switch gedrückt, am Ende von Welt 3. Und ich habe eine Vermutung, dass das eventuell auch Einfluss auf das Schloss von Welt 1 hat. Das weiß ich nicht, hat es nämlich so noch nicht gegeben. Aber vielleicht... Ach, verdammt. Ja, okay, kämpfen gegen Gumbas. Ich glaube, wenn ich hier Stampfattacke mache, sterben die auch instant, oder? Oder so, ja. Nö. Oh, super, danke schön. Okay. Ja, es ist echt peinlich. Das ist schlimm. Ja, ich habe gegen diese Gumbas verloren. Wow, toll. Während ich groß war. Zusätzlich. Also Stampfattacken sind schlecht, weil dadurch springen die mir ins Gesicht rein praktisch. Okay, jetzt habe ich meine Combo auch hier versaut. Ey, ich könnte ja nicht alle weggucken. Das ist so peinlich gerade, wirklich. Ich schäme mich gerade dafür, dieses Level, dieses Fonzi-Level hier nicht zu bestehen. Ich gehe jetzt sogar extra auf ihn zu. Ich will jetzt nicht mehr dran vorbei. Ich will es jetzt hinter mich bringen. Das ist furchtbar. Warum klappt es denn nicht? Also wirklich jetzt. Komm schon. Okay. Kombo versaut. Ich sterbe hier fast noch einmal irgendwie. Dankeschön. Also es war... Nee, es war trotzdem echt daneben jetzt. Dass man echt dreimal hierfür braucht. Plus noch mit einem Pilz hier reinzugehen. Nicht gut. Überhaupt nicht. So, nur um jetzt herauszufinden, ob dieses Level, wo mir die... Erstes Starcoin fehlt, ob da jetzt Blöcke sind. Weil ich in Welt 3 den Switch gedrückt habe. Ja, tatsächlich. Das ist aber echt gemein. Das heißt, man ist ja wirklich gezwungen, hier zurückzukommen. Und dann ist es einfach hier. Nicht mal versteckt, nix. Tja, so ist das. Aber dafür wird das gesamte Level hier ein bisschen chilliger gemacht. So, das kann ich jetzt einfach nur durchlaufen. Achso, oh, Sackgasse. Und ich dachte, es wäre einfach nur eine Abkürzung. So, aus dem Kopf raus kenne ich das jetzt auch nicht mehr, das Level. Ja, okay. Gut. Schade drum, aber Checkpoint macht mich ja eh wieder groß. Boah. Durch, durch, durch. Okay. Tja, ich weiß nicht, warum ausgerechnet dieses Schloss dieses Gimmick benutzt mit diesen Switches. Okay, schade. Ich bin auch mal viel zu voreilig. So, hier sollte ich eigentlich auch warten. Mache ich jetzt auch mal. Aber scheiß drauf, hier kriege ich ja eh wieder was. Gut, muss man auch immer einen Boss besiegen, aber ich denke mal, Schloss 1 wo
Oder Welt 1. Eigentlich ist das ja das zweite Schloss in dieser Welt. Boss sollte ja kein dickes Problem darstellen. Ich bin Carmack und ich bin böse. So, schießen wir mal. Oder ganz ehrlich, schießen bringt eh nichts. Also bis ein durch Schießen einmal ein Treffer gewertet wird, bin ich schon 10-mal auf den Dorf gesprungen. Okay, einfach nur eine Sache von Timing. Ja, Mario ist Nummer 1. Ihr habt's gehört. Manchmal sagt auch Luigi ist Number 1, aber wer ist wirklich Number 1? Streiten sie sich untereinander? Haben sie sich darauf geeinigt, dass beide Number 1 sind? Es würde ja gar nicht funktionieren. Naja, wir haben jetzt alle Starcoins hier. Das ist super. Und jetzt gehen wir in die Items. Nein, wir gehen eigentlich in Welt 4 jetzt rein. Hoppala. Welt 4. Eine Wasser- und Strandwelt, die bestimmt viele Überraschungen für uns parat hat. Also, dann mal los.